Ja, dann Leute, herzlich willkommen zur zweiten Bürgermeisterwahl. Heute treten Anzano gegen Sick. Heute gibt es die Überraschung. Beide müssen nämlich eine Wahlkampfansprache machen und ich würde sagen, Ladies first, deswegen Sick fängt an. Oh, hab ich mir schon fast gedacht. Was du machen willst, warum sollten wir dich zum Bürgermeister wählen? Genau, also ich habe mir überlegt, dass ich auf jeden Fall die Stadt so gestalten will, dass Leute auch motiviert sind, hier weiterhin zu spielen. Und unsere Stadt am besten Zulauf gewinnt. Also es wäre eben schön, wenn so viele Menschen wie möglich sich hier wohlfühlen und dadurch auch nach außen hin ein Signal geben, dass diese Stadt gut entwickelt ist und Fortschritte erreichen kann, die sonst nicht vielleicht unbedingt so gut möglich wären. Deswegen werde ich verschiedene Maßnahmen ergreifen. Welche genau, das muss dann mein Kabinett entscheiden. Ich bin ja nur der Chef, der die Verantwortung trägt. Deswegen werden die anderen das dann ausbaden für mich. Aber sehen wir dann. Okay. Ja, alles gut. Okay. Okay, Sanus dran. Liebe Damen und Herren und Tadamte, herzlich willkommen zur zweiten Bürgermeisterwahl auch von meiner Seite. Ich glaube, ich muss mich ja nicht vorstellen, ich bin der Bürgermeister. Ja, derzeit noch. Der amtierende. Auf jeden Fall, ich möchte gerne wieder antreten, weil ich glaube, dass ich das im ersten Wahlgang bis jetzt nicht schlecht gemacht habe. Ich habe euch, wie gesagt, angeboten, euch immer wieder zu helfen, vor allem wenn ich mehr habe, weil ich keine Ahnung, was alles gebaut habe, also an Farms und so, und das habe ich eigentlich auch gehalten. Ihr wart halt noch nicht online. Ich habe aber, ich glaube, das können vor allem Tanamti und Mergalf dann bezeugen. Grundsätzlich hätte ich wieder vor, das weiterzumachen. Eine Sache möchte ich noch ergänzen, die Sika auch angesprochen hat, das wäre halt, dass wir halt erstens mal Phoenix und Tanamti zuschauen, wie sie es miteinander treiben. Das seht ihr hinten, falls ihr euch und außerdem möchte ich gerne die Stadt auch etwas besser machen, weil wenn ich daran denke, ich war jetzt einen Monat nicht da und die Stadt sieht noch immer gleich aus wie vor einem Monat. Das heißt, große Projekte, ich hätte vor, hier eine eigene Skywars-Insel zu bauen und ich würde auch viel, wie auch beim ersten Mal versprechen, von meinen Kosten tragen. Nochmal kurz zu Six Vorschlag, der gemeint hat, mehr Leute hinzuholen und aktiv halten. Ich glaube, ich werde da den gleichen Ansatz nehmen, weil ich habe aktiv gespielt und die Leute, die ich ins Projekt geholt habe, haben auch bis ich nicht mehr so aktiv war, aktiv gespielt. Also an uns liegt es nicht. Außerdem bieten wir, wie gesagt, jeden anderen auch wieder an. Items und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, Zick, hast du noch immer die Rüstung, die ich dir damals geschenkt habe? Ja, ich habe ja noch eine. Ist das die zufällig? Keine Ahnung, ich weiß noch, ich habe dir und RW im ersten Wahlgang eine geschenkt oder so. Ja, wird die wahrscheinlich sein. Bei Klimawandel, mehr Klima, weniger Wandel. Ah. So. Hey, lieber Herr Zano, ich habe noch eine Frage. Ach, ja. Was machen Sie gegen Hungersnot? Ja, genau. Essen. Also ich habe genug Essen für jeden, zum Beispiel Sick. Oh ja. Zum Beispiel jetzt Rice. Ich bitte um Aufmerksamkeit, ich als normaler Bürger, wie ihr alle, wo auf Kamera hier vorne stehe. Also... Ihr habt jetzt beide Seiten gehört. Bevor wir anfangen, bitte ich noch um eine Sache und dass wir uns als zwei Städte wieder in eine Stadt umwandeln, dass vielleicht die Leute wieder hier rüberzieht. Ja, das ist gut. Achso, Entschuldigung, das wollte ich auch noch ansprechen. Ich hatte eigentlich auch vor, dass wir hier jetzt dann langsam umziehen. Ich habe damals, also noch vor einem Monat, den Sinn nicht davon gesehen, weil ich nicht wusste. Ich habe halt die Straßen gesehen und dachte, da bauen noch Leute her. Das heißt, das ist alles schon geclaimed. Und dann wollte ich warten, bis man sieht, wenn was gehört. Und dann wollten wir... Man kann die Stadt ja immer größer machen. Hier vorne ist ja noch voll viel Wild, ja, ne? Also, ja, eben, aber ich wollte... Wir haben halt nicht gewusst, wo was, aber ich glaube, dass diese Plätze hier noch nicht besetzt sind, wo halt keine Häuser stehen. Also wird das sicher noch. So, ich erzähle jetzt mal euch allen, wie das hier ablaufen wird. Also, ich gebe euch jetzt jeden einen Zettel. Ihr werdet gleich bitte im Amboss, werdet ihr einfach den Namen eingeben, Sick oder Samu. Hier mit Lama im Studio, du kannst wieder reinkommen. Ihr dürft euren Zettel benennen. Du hast nur einen Erfahrungspunkt gegeben, nicht ein Level an Phoenix Blade. Ey, Emilio, ich schicke dir noch zwei Discord. Okay. Und ihr gebt mir bitte eure Stimmzettel dann. Können wir es hier reinlegen? Oder einfach irgendwie. Nee, gebt mir die, weil es soll keiner von euch reingucken, bis wir alles haben. Achso. Stell dich am besten irgendwo in die Ecke. Ja. Kann ich mein Inventar kurz ausleeren? Ich glaube das irgendwo hier einfach hin. Okay. Achso, ja. Wie heißt du eigentlich auf Twitch? Genau. Prüfung, das muss ich sagen, von nach 9 sehr wichtig. Nein, wie Rice heißt. Ach so. Ja, wer hat mir eigentlich gerade so viele Zettel gegeben? Das weiß ich nicht, aber ja, um die Frage zu beantworten, Rietz hat viele Twitch-Accounts. Also hier wurde gerade eine Person, hat mir gerade mehrere Zettel auf einmal gegeben, deswegen wird eine Person ungültig. Ja. Okay. Wer macht das so etwas? Unglaublich. Das ist natürlich bei so vielen Stimmzetteln schon eine große Menge, also wenn da eine fehlt. Ja gut, ja, hier hat gerade jemand versucht zu schummeln, deswegen. Also,
Es ist jetzt die Auswertung, wir haben 6 Stimmen. Okay. Zwei von Leuten, die nicht da sind. Und mir fällt gerade ein, warte mal. Sakamo ist der, der auch geschrieben hat, dass er gewählt hat. Mhm. Nee, mir hat gesagt. Also einmal, eine Stimme für Sick. Oh, insgesamt? Eine Stimme, ja. Nein. Eine Stimme für Sano. Wir haben insgesamt 6 Stimmen. Noch eine Stimme für Sano. Noch eine Stimme für Sick. Noch eine Stimme für Sick. Und die letzte Stimme für Sano. Wir haben ein Unentschieden. Das bedeutet, Sick und Sano müssen sich jetzt in einer Arena bis aufs Blut bekämpfen. Und der Verlierer... Okay, gute Idee. Ach, ja, du Scheiße. Ich glaube, wir wissen schon, wer gewinnt. Wir müssen gar nicht gewinnen. Also, Sano darf mit seiner kompletten Rüstung und Sick darf mit der Faust kämpfen. Auch das ist natürlich nice. Ja. So stelle ich mir das vor. Und wir alle, die auf den Sano helfen. Ach, das ist, jetzt wird er immer fairer. Warum killst du mich? Das war falsch, hätte ich abgeschossen. Er beginnt der Kampf schon. Oh, geil. Ich gewonnen, nicht mehr. Was? Sano hat gewonnen! Sano, hast du Kill Aura eh an? Was ist? Hast du Kill Aura eh noch an? Natürlich, ich meine nicht. Ein Spaß, wir machen es jetzt so. Also, es wird jetzt nur mit deinem Holzschwert gekämpft und ohne Rüstung. So, willst du mit Schild oder so? Dann würde ich aber erstmal mein Zeug, Und keiner? Mann, Peck, das hier ist ein YouTube-Tutorial, du hast selbst 1, 2, 3, gleich mal nachgebaut. Welches Essen dürfen wir nutzen? Gar nichts. Du darfst nur ein Gold dafür, weil Sano sich auch ein reingepfiffen hat. Und dann... Mein Zettel abgegeben auf dem Huber-Tonhof, verstanden? Das wird einfach nicht vorgelesen. So keiner mischt sich ein. 10, 9, ey, wo es richtig zu Sicht haben. Warte. Surprise, müsst ihr den Goldäpfel jetzt essen, oder? Dürft ihr, wenn ihr wollt, ja. Ach so. Okay. Hauptsache es ist kein OP-Apfel. Nein, ist ein normaler Virus. Oh, das verliere ich. 2, 3, 1, 2, 9, oh shit. Keiner mischt sich ein. Geht aus dem Gegner raus. Oh mein Gott, so spannend. Oh mein Gott. Nein, Hilfe, was ist das denn? Wieso werde ich hier so nass gemacht? Oh, Junge, das ist ja scheiße. Gigi, kurz für deinen Test. Okay, ja, der hat kein OP-Apfel gegessen. Also, Sano ist unser Bleib-Bürgermeister. Oh mein Gott. Na gut, dann herzlichen Glückwunsch. Damit zieht Sano das Weiße Haus ein, was jetzt demnächst erbaut wird. Leute, könnt ihr mich bitte wieder porten? Ich bin am Ah, das war ja wieder genauso knapp wie letztes Mal. Eigentlich müssen wir mal eine Stichwahl machen oder so. Hä? Hatten wir nicht letztes... Bro, bei 2 Kandidaten eine Stichwahl, wie stellst du dir das vor? Naja, da darfst du nur noch einen geben. Ja genau, da stell ich mich auf, jeder stimmt mit ja, nein und dann du oder irgendwie so ein Scheiß. Komm mit, Emilio. Das ist aber, der Stichwort ist aber, ja egal was. So, Leute, ist jetzt die Ding. Leute, machen wir dann jetzt das End oder wir? Also ich würde sagen, wir haben jetzt alle noch ein bisschen Vorbereitungszeit und dann gehen wir ins End, oder? Ja, ich bin alle dürfen sich jetzt nochmal ausrüsten. Genau. Ey, Sig, ich habe ein Geschenk für dich. Ah, fürs End schon direkt? Na ja, sowas ähnliches. Ah, na das ist ja nett. Das Papier kann ich bestimmt gebrauchen. 19 Sano-Stimmzettel, das sieht auch hier gar nicht nach Wahlbetrug oder ähnlichem aus. Ich bin dafür, dass wir ihn ins Exil schicken. Okay, das ist ja eine gute Idee. Sano, ich habe mir gerade 19 Papiere gedroppt auf den Sano-Schild. Das ist alles legit hier. Haus. Ja. Schönes Haus. Wird es auch irgendwann mal fertig? Ja, das ist noch so eine Geschichte. Also, wenn ich wieder Zeit habe, um Top Attack zu zocken, dann ja. Zurzeit hänge ich eben noch bei Top Attack 2 fest, weil ich das ja fertig machen will. Ey, Sig, darf ich in deine Kisten schauen? Ich klaue nichts, alles gut. Na, nur wenn du wirklich nicht klaust, aber irgendwie kann ich dem nicht trauen. Alter, hier fehlen schon wieder Items, das war neulich, glaube ebenfalls. Ja, hier auch. Sig hat meine goldenen Äpfel geklaut, hier sind 61 drin, das sind meine... Hey, yo, wieso sind hier so viele an meinen Kisten? Ich habe keinen Überblick mehr, geht mal weg. Das kenne ich aber. Eigentlich kann ich nur, weil der Name die Manage-Test da war. Junge, hier fehlt ein Milcheimer oder ein Netherstar, nee, der ist noch da, der heißt ja nur Milcheimer. Der Milcheimer ist ganz wichtig. Hat einer von euch vielleicht eine EC, bei der ich was rausbauen könnte? Ich gehe gerade nach Hause. Sick, wie lange läuft Top Tech 3 schon? Das läuft seit jetzt knapp 3 Monaten, ja. Ich glaube, wir hatten noch nie so spät ein Event gemacht, oder? Ja, ich glaube schon, ne? Diesmal ist echt. Es ist halt gerade noch richtig spät, das muss man schon sagen. Können wir mal bitte das Event jetzt machen? Ich möchte mich jetzt schon. Lama, sei leise, wir rüsten uns aus. Ich gebe noch Felix Rüstung dann. Ich brauche normal nur 4-6 Betten. Ich brauche noch einen ordentlichen Bogen. Bro, ich suche gerade das Portal nach Hause.
Ja. Ich hab das total nach Hause. Ich hast du gar kein Spawn, du bist einfach Dream. Kann mich jemand zu Sano tippen? Hab ich überhaupt Pfeile irgendwo? Gefühlt nicht, gell? Habt ihr die geklaut? Ich hab Pfeile sonst zu Hause. Ich muss nur nach Hause finden. Na, aber ich hab hier 47 Knochen und nur 32 Pfeile, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Hä? Wieso? Na, eigentlich gibt's doch immer mehr Pfeile als Knochen, oder? Wenn ein Skelett stirbt. Im Durchschnitt. Nein, eigentlich gibt es ja immer Knochen fix und Pfeile nicht immer, oder? Ja. Doch, Pfeile mindestens genauso viel wie Knochen im Durchschnitt. Ich habe ja auch schon Bone Meal verwendet etc., deswegen müsste ich eigentlich einen Stack Pfeile oder mehr haben.